Leute, willkommen heute zu einem neuen Video von uns. Ihr glaubt es nicht, aber wir haben hier mein Auto ist kaputt. Also der fährt, aber die Steuerkette ist gerissen. Oder nicht gerissen, Gott sei Dank, sondern kaputt. Und deswegen macht mein Mann heute die Kette. Ich zeige euch das mal. Unsere private Werkstatt heute hier. Hallo. 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 Na? Ich habe euch erzählt schon. Oh, guck mal, so sieht mein Auto aus. Das Lied wollte übrigens Antonio hören. Damit habe ich nichts zu tun. Du hörst so gerne eine Musik, ne? Ich weiß nicht, warum das an ist. Weiß ich wirklich nicht. Kann ich das zuklappen? Ja. Und dann fehlt dann weiter? Ich muss ja immer fragen, ne? Wisst ihr ja. Du verpieselst dich wieder, ne? Nein, ich Antonio? Okay. Und, wie sieht's aus? Ja. Was hast du? Die Kette ist raus, Leute. Wo ist die Kette? Weil ich habe das schon erzählt. Das ist der Übeltäter. Die ist put. Ja, oh krass, ey. Voll krass, voll reich siehst du aus auch. Ja, ne? Ja. Jetzt hast du auch so eine Ölmaske ins Gesicht. Ja, ne? Ohne Malz im Dekolleté-Bereich. Mach. Und jetzt hast du. Hier den Motor. Ja, mein Motor habe ich schon gezeigt. Das hübsche Stück. Guck mal. Das ist unsere private Werkstatt hier. Und der Sivio, der ist ja Automechaniker. Jetzt ist es raus. Gelernter. Oh, gelernter. Automechatroniker. Entschuldigung. Ja. Und deswegen braucht das Auto nicht in die Werkstatt, sondern er macht das alles selber. Was natürlich eine ganze Menge Geld spart. Und so sieht das aus. Jetzt hast du die Kette rausgenommen. Ja. Ich als Expertin erkläre hier. Jetzt müssen wir die Dichtflächen säubern. Dann kommt eine neue Dichtung drauf, oha. Eine neue Kette, einmal ein bisschen einstellen und abwarten. Oha. Und dann rasselt er hoffentlich nicht mehr. Und dann rasselt er nicht mehr. Der hat sich nämlich angehört wie so ein Trecker, mein Auto. Und deswegen, guck mal, richtig ekelhaft, ne? So ölig, gehört das so? Das ist voll schön. Voll schön, oh. Richtig schön. Also schlimmer wäre, wenn da kein Öl wäre. Ja gut, das stimmt. Ne? Das muss ja ölig sein. Ne? Ja, so sieht der aus. Warte mal, guck mal, der ist hier aufgebockt an der Konstruktion. Besser als jede Hebebühne. Ja, Hebebühne. Das ist nämlich mobil. Also wirklich, das wird überbewertet. Die Hebebühne, weil braucht eine Hebebühne. So. Siehst du, so sieht er aus. Oh, da ist das neue Stück. Neue Dichtung. Neue Kette. Oh. Oh. Gleitschienen. Gleitschienen, Simmerring. Das wird der Spanner sein. Die Ritze kommen natürlich auch neu. Die Ritze? Wie in Hamburg? Ritzel. Da die erste Ritzel, Entschuldigung, ich habe mich versprochen wieder. Oha, das ist gutes Stück. Die treibt ja die Kette an. Ah. Oh Gott. Und dann dreht die Kurbelwelle sich und bewegt dann die Nocken. Ah, cool. Das sieht richtig cool aus. Ich hoffe, wenn es fertig ist, höre ich kein Trecker-Auto mehr. Und hier ist die Bergbank, ne? Da seht ihr das. Die Werkzeug. Und das ist die Hälfte von dem Motor. Ne, das ist die Abdeckung, ne? Ich wusste, was ich machen musste, wenn ich nichts zu essen hatte. Zu fünft in einer Decksbaracke. Alles ist die Decke. Auch das Zahnrad, man sieht, das ist abgenutzt. Ja, ne?
Ja, ich bin so gespannt, Leute. Endlich wird mein Auto repariert. So sieht das aus, ey. Ich weiß gar nicht, was das alles ist, aber es gehört alles da rein wieder eingebaut. Ja. Und wie lange brauchst du dafür ungefähr? Zusammenbauen wieder. Ich hab's ja nicht eilig, also 2 Stunden. 2 Stunden? Wow. Das geht ja ratzifatzi, wa? Guck mal, man kann den Boden sehen. Das ist nicht krass. Hier ist dein Öl. Hier ist mein Öl. Ich hab Öl. Oh. Der ist ja pechschwarz, gehört das so? Gold. Gold? So golden Farbe. Das sieht aber nicht... Ja, also mein Rapsöl sieht sehr klar aus, aber das ist sehr schwarz. Das würde ich nicht benutzen zum Braten. Für die Frikadellen. Das wäre nicht gut. Ja, auf jeden Fall wird das Auto gemacht heute. Wunderbar. Hier ist Benz. Benz, willst du auch helfen? Oh, ja, bravo. Machst du Männchen? Ja, hallo. Kleiner Quietschi. Bist du ein Quietschi? Sitz. Mach Sitz. Na, Sitz. Benz, Sitz. Nein. Aus. Mach Sitz. Sitz. Mach Platz. Er macht das. Mach Platz. Mach Platz. Nein. Mach Platz. Platz. Benz. Nein. Sitz. Sitz. Benz. Sitz. Sitz. Hey. Sitz. Sitz. Benz. Mach Platz. Oh Gott, er will das jetzt nicht. Platz. Mach Platz. Ja, mach Platz. Naja, manchmal macht er das. Aber jetzt will er nicht. Ja. Und Xavi hat gleich ein Fußballspiel, wa? Ja. Xavi? Gegen wem? Gegen Ostertal. Oh, Ostertal. Ah, aber Gott sei Dank spielen wir hier zu Hause. Also nicht hier bei uns zu Hause. Sondern, hier gleich im Dorf, ein Dorf weiter. Und das Wetter ist, ja, geht auch. Es ist blau, es ist ein bisschen frisch, aber, ne? Und dann gucken wir mal, ob ihr gewinnt, wa? Ja, wir werden gewinnen. Ah, ihr werdet gewinnen. Okay, mit Ansage. Das ist auch schön. Guck mal, siehst du hier die Laufspuren? Die Laufspuren. Diese Kanten, hier ist glatt. Ach ja. Oha, und die Laufspuren müssen nicht. Ja, ach, wären vielleicht original, weil das ist original, das ist Zubehör. Aber das ist hier ein Müh, da ein Müh, hier ein Müh und schon was hinter. Ja. Wir sind gespannt. Wir machen nachher weiter. Ich muss jetzt Xavi zum Fußball fahren. Und ja, mal gucken, wie weit er fertig ist. Später. Ne? So. Wir verabschieden uns hier aus unserer privaten Werkstatt. Ja. So. Und ich werde jetzt Xavi zum Fußball fahren. Nicht mit Kamera, wenn das jetzt in die Hose geht. Also ja, wirklich. Das müssen unsere Leute hier, unsere Follower auch mitkriegen, dass wir nicht perfekt sind. Doch, sind wir. Aber das sieht ziemlich perfekt aus. Da spricht der Fachmann. Ja, ich mach mal eben TÜV. Ja, Moment, das Auto wird gestartet, oh Gott. Ta-da-da. Standard. Oh, der pfeift aber. Das wird alles trocken noch, oder nicht? Oh mein Gott, Leute, der springt nicht mehr an. Oh mein Gott. Abbrechen. Abbrechen. Abbrechen, was soll die Scheiße? Der kann auch nicht anspringen, weil jemand vergessen hat, die Zündkerzen reinzuschrauben. Wer? Du.
David. Mir tut es unangenehm. Oh nee, ne? Er hat vergessen, die Zündkerzen. Zünd? Wie sagt man denn? Zünd. Ja, Zünd. Ja, Zünd. Ich dachte gerade, ja, jetzt sind wir leider, aber ist die Zündspule jetzt ein bisschen geflutet mit Benzin wahrscheinlich? Ich muss sagen, glauben. So, zweiten Versuch. Juhu! Es funktioniert! Und es klackert nicht, oder? Klackert das, oder Manni? Ja. Es klackert? Ja. Es klackert nicht. Ja, lass ihn erstmal kurz. Hört ihr dieses sanfte Geräusch? Das war vorher ganz schlimm. Das hat er so tat, 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 wie so ein Trecker.